Grüezi und hallo bei Swiss Laundry V4000. Ich möchte heute in der kleinen Siemens XS 1060 eine Kochwäsche starten. Ich habe hier wunderschöne, ganz neue, das muss ein, ist ein ganz feines Leinengewebe, Kopf. Kissenbezüge gefunden in einem Wochenhaus und die möchte ich jetzt durchwaschen und noch vieles andere. Die ist wirklich ganz ein feines Gewebe und das muss neu gewesen sein. Noch ein Tischtuch, sonst noch Sachen. Upsa. Platz, Tischplatz, Sets. So. Alles rein damit. Oh, hier ist nochmal eins. Das ist richtig schön verarbeitet. Ganz toll. So, jetzt muss ich das natürlich noch nach außen drehen. Ups. Sorry, hä? Mit einer Hand immer ein bisschen schwierig. So. Und die habe ich für ein Apfel und ein Ei gekriegt. Also für 2 Franken das Stück. Ist also gar nichts. Die sind wirklich super schön. So. Die ist gleich voll. Ist ja bloß eine kleine. Jetzt haben wir es gleich. Das noch rein. Ja, passt. So. Dann nehme ich hier das Formil. Mal schauen, 60 Milliliter sollten eigentlich reichen. Oder ein bisschen mehr. 80. So eine kleine Maschine. Dann noch ein bisschen Super Ultra Weißpulver. So. Und noch ein bisschen Weichspüler. So. Grad. Ich nehme mit extra spülen. Ja, 1000 Umdrehungen und los.
Heizrhythmus. Und Heizung eingeschaltet. So, sie ist schön am Heizen. Wie man sieht, geht das recht zügig. Ist ja nicht so ein großes Wasservolumen, das sie aufheizen muss, darum geht das recht schnell. Die Dosierung ist auch gerade richtig vom Waschmittel, finde ich. Nicht zu viel Schaum, aber auch nicht zu wenig.
Aha, jetzt hat sie gerade die Heizung ausgeschaltet. Ja, ich würde sagen, gut 85 Grad hat sie. Sehr schön, sehr schön. Fällt langsam ab die Temperatur. Leider heizt sie nicht mehr nach. Aber sonst finde ich die Maschine toll. Vor allem für ihre Größe. Geht doch noch was rein. Und ja, sie wäscht immer sehr sauber. Einzig, was ich schade finde, dass es bloß ein Vorwasch Programm hat, das mit 60 Grad normal. Schöner wäre es natürlich, wenn es eine Taste gehabt hätte mit Vorwäsche. Aber naja, ist halt so. Jetzt ist Cooldown-Time.
diese neuen Stoßdämpfer, die wummern einfach immer noch, wie man hört. Ich habe sie noch nachgeschmiert mit Öl, mit Maschinenöl. Dann ist es ein bisschen besser geworden, aber sie wummern immer noch so komisch. Also, ja, weiß nicht wieso man das noch ein bisschen besser wegkriegt, aber anfangs war es ja noch schlimmer. Das sind diese komischen Gummipads, die einfach das Reibegeräusch irgendwie noch übertragen.
ist ein wenig nervig. Dann macht man neue Stoßdämpfer rein und dann macht sie so einen Höllenlärm.
jetzt das dritte Spülen. Also wenn die Maschine ganz voll ist und man gut dosiert hat, also nee, nicht überdosiert, aber wirklich gut dosiert, dann muss man schon Spülen Plus wählen, finde ich. Sonst ist es einfach zu wenig gut ausgespült, denn sie ist schon recht sparsam, wie man sieht, mit dem Wasserverbrauch im Spülen. Oh, da hat sich ordentlich was reingewickelt in das Tischtuch. Das wird wahrscheinlich ein sehr unruhiges Schleudern werden. Eieieiei. Da ist ja gut die Hälfte eingewickelt worden. Scheiße. Ja. Ich glaube, ich werde da kurz nachhelfen. Ich werde die Maschine kurz vom Strom nehmen, warten, bis die Tür offen ist und das ein bisschen entwirren, weil sonst schlägt das hier alles zusammen. Ja, das mache ich kurz. So, deutlich besser. Das war alles komplett eingewickelt, eingeknüllt. Kontrolle ist recht unempfindlich, finde ich, also
und nur noch das Entschleudern.
fertig, frisch und sauber. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.